Okay, das soll er sein. Der nicht mehr ganz neue, aber heiße Scheiß im Bereich True Wireless In-Ears. Zu Anfang künstlich verknappt, um das Begehren nach den transparenten Dingern zu erhöhen, mittlerweile für 99 Euro überall zu haben. Ist der Hype gerechtfertigt, sind die Nothing Ear One das OnePlus 1 unter den Kopfhörern? Bleibt dran, dann verrate ich es euch. Man kann den Ear One nicht vorwerfen, austauschbar auszusehen. Das gilt sowohl für das Case als auch für die Buds an sich. Optisch sicherlich nicht sonderlich hochwertig, das mag aber auch am transparenten Design liegen, muss man aber ein Lob für die Verarbeitung aussprechen. Nichts klappert, mit gut 57 Gramm passt das Gewicht und der Deckel macht beim Schließen eines der besten Klappgeräusche auf dem True Wireless Markt. Ja, ist aber so. Allerdings ist das Case eines der größeren. Bin mal gespannt, wie es so in ein paar Monaten aussieht. Außen findet ihr einen USB-C-Ladeport, ein schickes, aber viel zu kurzes Kabel liegt bei und einen Knopf zum Koppeln, den ihr bei aktuellen Android-Smartphones aber nicht zwingend benötigt. Zum ersten Koppeln einfach das Case aufklappen und die Buds möchten schon per FastPair verbunden werden. Das Ganze geschieht mit Bluetooth 5.2, Abbrüche oder Aussetzer konnte ich bisher nicht feststellen. Widmen wir uns nun aber ganz den Buds, die mit 4,7 Gramm angenehm leicht sind. Wie immer gilt als erstes die richtige Größe an Aufsätzen zu finden, derer drei liegen bei und dann ab in die Gehörgänge mit den Nothing und hier ist der Name, zumindest bei mir, Programm. Sie sitzen fest, sicher und niemals störend. Ich könnte fast vergessen, dass ich In-Ears trage, also natürlich nur, wenn ich keine Musik anhabe, denn wenn ich welche anhabe, höre ich ja, dass ich welche trage. Manchmal frage ich mich, ob ihr mir folgen könnt. Also, sitzt bei mir perfekt, das mag aber bei anderen Ohren anders sein, kann ich ja jetzt nicht so beurteilen. Bedient wird per Touch- und Wischgesten und das auch noch sehr gut durchdacht. Es gibt kein einfaches Tippen, was ich sehr begrüße, denn somit löst ihr auch keine ungewollten Aktionen aus, wenn ihr einfach die Buds mal nachjustieren müsst. Okay, muss ich ja nicht, denn sie sitzen bei mir ja perfekt. Haltet ihr einen der Buds gedrückt, schaltet ihr zwischen ANC an, aus und Transparenzmodus hin und her. Dreimal tippen ist dann Song vor oder zurück oder das eine links und das andere rechts. Doppeltippen, egal ob links oder rechts pausiert die Wiedergabe, nur um diese dann fortzusetzen, wenn ihr den identischen Befehl wiederholt. Wischen nach oben, lauter, nach unten, leiser, egal an welchem Bud. Mit einem Bud hören, kein Problem und eine Trageerkennung bieten die Dinger auch noch. Für den Sound sorgen 11,6 mm Treiber, AAC und SBC und kein APTX. Und der Klang, der kann was. Schön differenziert, gut abgestimmt, kein störender Grummelbass, keine fiesen spitzen Höhen und keine Verzerrung bei höheren Lautstärken. Hier haben andere Marktbegleiter aber etwas mehr Luft nach oben. Für die Tauben unter euch, also nicht die Vögel, sondern die anderen Tauben. Ich zähle mich da im Übrigen auch zu. Also nicht zu den Vögeln. Also Klang für 99 Euro ohne Fehl und Tadel und in der hauseigenen App findet ihr auch noch 4 Equalizer Presets. Mir gefällt aber die Standardeinstellung am besten. So, nun muss ich aber ja auch mal was motzen. Die Ear One haben ANC und einen Transparenzmodus, sagte ich glaube ich schon. Bringt beides was? Ja, ein wenig, aber weit weg von berauschend und dennoch müsst ihr zwingend ANC aktiviert lassen, denn sonst ist alles, was ich eben positiv über den Klang gesagt habe, Essig. Ohne ANC klingen die Ear One komplett anders und eben echt nicht gut. Gut, ist ja nicht schlimm, möchte man denken, nur mit ANC ist halt die Akkulaufzeit eben schlechter als ohne, dazu aber gleich mehr. Apropos schlecht, bitte nutzt die Teile nicht zum Telefonieren, es sei denn ihr hasst euren Telefonpartner. Zwei Blechdosen mit einem Band verbunden klingen besser, sind nur weniger praktisch und auch nicht so richtig Bluetooth. Naja, ihr habt gute Vorsätze fürs neue Jahr und wollt nicht mehr nur zahlendes Mitglied bei euch im Fitnessstudio sein, sondern euch aktiv an der Abnutzung der Geräte beteiligen? Kein Problem, dank IPX4-Zertifizierung sind die Ear One gegen das Eindringen von Schweiß und Spritzwasser geschützt. Wollt ihr mit den Ear One einen Marathon laufen, solltet ihr das unter 4 Stunden bewerkstelligen können, denn länger hält der Akku leider nicht bei aktiviertem ANC. Und was haben wir gelernt vor ca. einer Minute? Genau das sollte immer aktiviert sein. Immerhin schafft es das zu große Case, die Ear One 4-5 Mal wieder aufzuladen und das auch kabellos. Das mag ich. Fassen wir nun zusammen. Ich mag die Optik, das Case ist aber zu groß. Die Buds sehen fresh aus, sitzen super bei mir und der Klang ist für 99 Euro über jeden Zweifel erhaben. Was man vom ANC nicht sagen kann und die Akkulaufzeit der Buds ist unterdurchschnittlich. Telefonieren ist wenig gut,
gut dafür die Steuerung und kabelloses Laden. Der Hype war groß und die Ear One machen vieles richtig, setzen sich am Ende aber auch eher durch die außergewöhnliche Optik von der Konkurrenz ab, die so unfassbar groß ist. Dennoch, für 99 Euro kann ich die Ear One auf jeden Fall empfehlen. Wer gerne 50 Euro mehr ausgibt, bekommt mit den Bowers & Wilkins fast alles deutlich besser. Wer 50 Euro weniger ausgibt, bekommt mit den Creative Outlier RV3 aber ein fast ebenbürtiges Gesamtpaket. Die sehen nur nicht so cool aus. Was haltet ihr von Nothings Erstlingswerk? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder reinschaut, meinen kleinen Kanal abonniert. Bleibt interessiert. Bis dann. Bye bye.